So, und damit herzlich willkommen zu meinem Tutorial-Video. Video. Im Forum bei uns hat jemand gefragt, wahrscheinlich ein Neuling, wie man denn sein Lenkrad einstellt. Jetzt muss ich mal eben selber kurz schauen. Fahrzeugeinstellung, oder? Nee, Moment. Steuerungs, genau. Steuerungsprofile. So, bei dir wird hier wahrscheinlich, soweit ich jetzt gelesen habe, du hast ja das 27er, kann auch das 25er sein, ist ja das gleiche eigentlich. Du wirst hier dieses G25 Pedal Shift eingetragen haben, wenn du es auch angeschlossen hast, das solltest du tun, klar. Sobald du in diesem Profil, was du dann benutzt, irgendeine Taste änderst, wird dein 25 Pedal Shift auf Custom gesetzt. Das heißt, sobald du es irgendwie änderst, wird es auf Custom gesetzt. Und dann musst du dieses Profil auswählen. Und mal kurz schauen. Erweiterte Einstellung, genau, oder? Ja, okay, das machen wir jetzt erstmal mit erweiterte. Lenkung, ich habe meins jetzt nicht angeschlossen, sonst könnte ich dir das mal eben kurz zeigen, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Ja, hier Lenkung, Gaspedal, Bremse und Kupplung musst du dann noch kurz prüfen. Ob du mit H-Schaltung fährst oder nicht, bleibt dir überlassen. Ich gehe jetzt hier die ganzen Sachen mal durch. Scroll ganz langsam durch, damit du dir das auch im YouTube mal kurz pausieren kannst oder abschreiben kannst. Wenn dir das irgendwie nicht zusagt, dann wie gesagt, du musst da selbst mit den Einstellungen rumspielen. So dass es dir selbst auch passt. Weil das ist jetzt nur ein reiner Ansatzpunkt von dem, was du dir vielleicht abschreibst oder auch übernimmst. Ja, okay, gehen wir nochmal nach oben. Tempoabhängiges Lenken habe ich auf 0. Minimal und maximal habe ich auf jeweils 101, 299. Die nächsten drei habe ich auf 0, Analogbereich 1, 2 und 3 auf 0. So, Rennmultiplikator habe ich auf 4. Weiß nicht, was das ist. Hast du den Analogbereich des Rennmultiplikators bei Loslassen der Steuerung an? Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Ich habe es einfach mal so belassen. Lenkempfindlichkeit habe ich persönlich auf 20. Gaspedalempfindlichkeit könnte ich eigentlich auch höher schrauben, aber meistens spiele ich so. In anderen Spielen mit 100% bei Gas, Bremse und Kupplungsempfindlichkeit, wobei ich die Kupplung eigentlich gar nicht nutze, also ich habe Autokupplung drin. Ja, sonst habe ich in anderen Spielen halt auf 100% bei Gas, Bremse und Kupplung, aber wie gesagt, Kupplung wird nicht genutzt. Todzone Lenkung habe ich auf 0%, weil ich sofort, wenn ich einschlagen am Lenkrad sofort auch Reaktion vom Fahrzeug haben will und nicht erst so ein Art schwammiges Gefühl haben möchte. Das mag ich nicht so gerne. Das hast du bei anderen Fahrzeugen im Spiel teilweise selber, je nachdem welches Fahrzeug du noch fährst. Bei Gruppe 5 Fahrzeugen oder etwas ältere merkst du auch, wie schwammig es ist. Ich weiß nicht, ob du das hier mit beheben kannst, keine Ahnung. Ich habe es alles auf 0. Todzone Lenkung, Gaspedal, Bremsen und Kupplung habe ich auf 0. Doppelte Schalten verhindern. Das müsste ich eigentlich mal umstellen, weil ich habe öfter mal das Problem, dass ich halt bei Hoch- oder Runterschalten Pech habe, dass ich dann halt ein oder zwei Gänge hoch- oder runterschalte. Obere Todzone Bremsen und Kupplung habe ich auf 0%. Kupplungsschleifpunkt habe ich auf 3. Wie gesagt, also ich habe größtenteils die Einstellungen so gelassen, bis auf hier diese minimalen und maximalen Steuerungsgeschwindigkeit und Lenkempfindlichkeit und so weiter. Ja, primäre Funktion. Ja, hier steht jetzt natürlich alles Disconnect, ist klar. Das musst du dir selber belegen. Also ich weiß nicht, wie du das haben möchtest. Das habe ich jetzt auch mir so zurechtgelegt, wie ich es am einfachsten finde. Da ist halt jeder anders. Das musst du dann ausprobieren, belegen und wie du willst. Sekundäre müsstest du auch alles belegen.
Natürlich nur das, was du dann noch haben willst. Warte mal, ich gehe nochmal auf Premiere. Ja, da ich mit Autokupplung fahre und manuell schalte an den Schaltwippen. Ja, du hast ja ein paar Knöpfe mehr, wenn du das G27 haben solltest. Aber wie gesagt, das kannst du dir alles belegen. Machst einfach einen Klick drauf. Siehst hier hinten dann das Logo bzw. das kleine Symbol. Kannst den Button dafür belegen und so weiter und so weiter. Sekundäre genauso musst du alles belegen, wie du das haben willst. Da kann ich dir nicht helfen. Erweiterte Einstellungen haben wir schon. Force Feedback kann ich jetzt gerade nicht anwählen, weil ich es nicht angeschlossen habe. Da musst du halt auch mit den Einstellungen rumspielen, wie du es gerne hättest. Also das muss jeder individuell für sich einstellen. Also ich habe es jetzt bei mir so gut wie perfekt. Ich muss vielleicht einiges immer noch minimal umstellen, aber da kann ich dir nicht groß helfen. Aber ich habe jetzt, das Video ist jetzt eigentlich nur so ein Mini-Tutorial dafür da, den mal so ganz grob unter die Arme zu greifen. Wie gesagt, ja, musst du halt so einstellen, wie du das haben willst. Alles klar, viel Spaß noch. Wir hören uns demnächst. Wir sehen uns auf der Strecke. Mach's gut.